Hallo Freunde und herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Play Minecraft mit Yesheo 2.0. Wir wollen den Weihnachtsbaum weiterbauen. Erstmal möchte ich euch einen wunderschönen heiligen Abend wünschen. Und hier geht es jetzt weiter mit dem Baum. Ich habe hier ein paar Geschenke passend zu diesem Tag gebaut. Ich habe sie mal da vorgestellt und ein bisschen beleuchtet, damit man hier auch so ein bisschen Weihnachtsfeeling schon mal bekommt, weil der Baum ist ja noch nicht fertig. Der wird hier jetzt erst fertiggestellt. Wird man einen Nachtsichttrank nehmen, diesmal ohne Spruch. Und zeige euch hier einmal, dass ich ein bisschen umgebaut habe. Und zwar habe ich hier drei Fenster draus gemacht, wie wir das hier vorne auch haben. Ne? Drei Kaskaden oder eine Dreikaskade, 1, 2, 3 halt nebeneinander, um das vernünftig aufzubauen. Und hier oben habe ich auch jeweils noch einen dran gesetzt an die Ecke, um eine rundere Form zu kriegen, denn es soll ja ein runder Baum werden. So, jetzt müssen wir hier natürlich erstmal wieder ein bisschen was draufbauen, um ein bisschen mehr Höhe zu kriegen. Und dafür werde ich jetzt einfach hier erstmal hier einen drauf, damit ich hier wieder die passende Form bekomme. Dafür setze ich jetzt hier jeweils immer noch einen oben drauf. So in der Form. Den muss ich wieder wegnehmen, sonst passt das mit dem Bodenprofil nicht. Und ich muss jetzt langsam mal sicher nach außen kommen und ein bisschen Höhe gewinnen. Um so eine leicht runde Form umzukriegen, ich will ja nicht ganz eckig haben. Und dafür gehen wir jetzt hier drei nach außen. Hier gehen wir auch drei nach außen. Und das Ganze machen wir jetzt quasi einmal ringsum. Und am besten natürlich hier auch noch direkt einen draufsetzen. Das heißt, hier setzen wir jetzt auch direkt noch eine ganze Fläche drauf, dass wir einen höher kommen, um Grundform auf der kompletten Fläche auf einer Höhe zu haben. So sieht diese neue Grundfläche dann fertig aus. Ich habe hier nochmal ein bisschen, um es runder zu machen, zwei in die Breite gemacht und nochmal zwei dran und bin dann erst auf diesen 1er Abschluss hier gegangen, um hier die Grundfläche halt, wie gesagt, kreisrund zu halten. Das muss halt immer wieder mal geschehen, so eine Anpassung, je weiter man kommt. Und jetzt kommt hier natürlich wieder das Laub drunter. Ich bin aber überlegen, ob wir vielleicht schon mal die ersten Lampen mit runtersetzen, entsprechend. Und das könnte ungefähr so aussehen, dass wir sagen, wir machen jetzt hier 1, 2, machen jetzt hier die Dinger hin, die erste Laub hin. Und wir könnten jetzt einfach hier im Boden an der entsprechenden Stelle, ich glaube, nee, das ist glaube ich an der Stelle etwas verkehrt. Wir nehmen für die bessere Aufteilung, gehen wir ein bisschen weiter nach außen. Soll dann ungefähr so aussehen. Das heißt, wir gehen einfach mal hier hin. Das Ganze natürlich auch nochmal hier. 1, 2, das heißt, das wäre dann theoretisch, wäre das dann hier, ne? Ja, da wäre das dann. Genau, und da setzen wir jetzt jeweils den Glowstone an. Einen habe ich gesagt. So. Das Schöne ist bei dem Laub, leuchtet durch. Das heißt, wir können das tatsächlich so machen, dass das schön durchleuchtet. Das Ganze machen wir jetzt noch hier. Hier. Und dann am besten natürlich auf den geraden Flächen auch nochmal. Und zwar, damit wir eine vernünftige Aufteilung bekommen und das nicht zu gedrungen aussieht auf der Fläche, gehen wir zwei nach innen so, ne, würde ich sagen. Ich glaube, das sieht dann auch aus allen Perspektiven vernünftig aus. Dieser, aus der auch. Und auch von hier, wenn dann noch das Laub davor ist, bis nach außen wieder, kommt das, glaube ich, ringsrum schon mal sehr vernünftig rüber. Und wir haben schon mal eine kleine Grundbeleuchtung beim Weihnachtsbaum sein. Und Weihnachtsbaum braucht natürlich auch ein bisschen Licht. Grundfläche mit den Tannennadeln ist dann auch bestückt. Und ich habe von oben, damit das Ganze kreisrund und vernünftig beleuchtet ist, unten
noch jeweils eingelost und zwischengesetzt, um eine bessere Aufteilung zu kriegen. Und nun sieht man das Ganze auch schön durchscheinen hier. Und ich denke mal, wenn wir dann bei Nacht ohne Nachtsichttrank unterwegs sind, kommt das richtig geil. Und jetzt kommt hier an der Stelle natürlich noch wieder eine Etage drauf. Und zwar nochmal so eine Lage, um hier dann letzten Endes auch die Grundform zu kriegen, die wir brauchen, um in die Höhe zu wachsen. Daraus wird es nämlich dann nach oben wieder schmaler. Und deswegen ziehe ich jetzt hier nochmal einen raus. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich gehe jetzt um das Doppelte raus, um hier so ein bisschen mehr Weite zu gewinnen. Und das soll dann auch die Grundfläche sein, die wir hier halten, denke ich mal. 1, 2, 3, 4. 6, so, und 6, denke mal, wenn wir so einmal rumgehen und dann noch einen kleinen Ausgleich für die Rundung schaffen, wird das Ganze vernünftig aussehen. 1, 1, 2, 3, 4, 6. 1, 1, 2, 3, 4, 6. Und dann hier auch nochmal. Vermute mal, dass wir hier wahrscheinlich jetzt auch nochmal einen weitergehen müssen. Das heißt, hier an dieser Stelle wahrscheinlich auch noch mal weiter raus müssen. Das heißt, hier diesen Zweier um einen verlängern müssen, damit wir hier eine runde Form bekommen. Aber das sieht man natürlich am besten, wenn man die Runde soweit fertig hat. Das heißt, wir setzen jetzt erstmal die Lage wieder drauf und dann sehen wir, wann und wie wir eine runde Form hinkriegen. So sieht die Grundfläche dann schon mal aus. In der Mitte müssen wir natürlich auch noch ausfüllen, aber zuvor, wenn wir hier noch ein bisschen Beleuchtung dran bauen, außen, und zwar diesmal ganz außen, weil wir ja jetzt eigentlich unsere Grundform erreicht haben. Deswegen kommt jetzt hier außen, 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 kommt jetzt hier schön erstmal eine Beleuchtung dran. Wenn wir einigermaßen vernünftige Aufteilung bekommen, ne? Ein, zwei hier, so, da noch mal zwei zwischen, das heißt da noch ein. Muss ich mal gucken. Da bin ich innen vom Zweier. Also hier bin ich innen vom Zweier, so. Ein, zwei, das heißt hier wäre wieder einer, richtig? In der Grundaufteilung muss das ja passen. Das ist gar nicht mal so einfach gerade. Hier bin ich, glaube ich, am äußeren gewesen, so, ne? Genau. Und hier wieder mittleren. Und so geht das dann einmal rum. Unten drunter kommt dann natürlich wieder hier unser Grün bis nach außen. Und somit haben wir dann vernünftige Ausleuchtung. Das heißt, wir haben schon mal die ersten Kugeln am Baum hängen und die Grundfläche steht. Grundfläche vom Baum sieht dann so aus, wenn sie fertig ist. Hier oben sind die Pots, die habe ich mal so eingelassen und mit Glas abgedeckt. Das heißt, ich habe einfach die Lampen von unten offen gelassen und habe braunes Glas drauf gedeckt. Und hier die Treppe natürlich noch um einen erweitert. Und hier unten entsprechend unten alles begrünt. Und jetzt sieht man auch ohne Nachtsichttrank, sieht man das besonders gut, dass der Baum eben von Weitem schön durchleuchtet an den Stellen. Ja, wir haben bis zu den Geschenken gebaut und jetzt soll der Baum in die Höhe wachsen. Und dazu setzen wir hier, ich gucke mal, ob das einigermaßen, ich glaube nicht, mal gucken, dass das einigermaßen passend hinbekommen. Ich lege jetzt einfach mal hier oben senkrecht ein paar draufsetzen und gucken, was passiert. Denke mal, wir müssen ja etwas schlanker nach oben gehen. Das heißt, wir müssen immer etwas mehr in die Höhe als innen. Dafür müssen wir jetzt mindestens, ich würde sagen, zwei nach oben. Lass uns mal erstmal zwei nach oben gehen und dann einen nach innen und dann wieder zwei nach oben. Ich denke mal, das sollte gut aussehen. Und das Ganze natürlich nachher wieder mit Laub abgedeckt, aber es müssen auch noch Fenster rein. Dementsprechend warten wir mit dem Laub noch ab, bis wir die Fenster drin haben. Nach der Außenwand hier unten haben wir nochmal eine Wand reingesetzt, und zwar eine, die
innen bis zum Boden abschließt, damit wir hier innen eine schöne gerade Wand haben. Und jetzt müssen da natürlich noch Fenster rein. Das wird besonders tricky, weil das natürlich hier so aussieht, dass wir hier nach außen hin zwei auf der passenden Höhe hier haben. Das heißt, auf der Höhe, wo man durchgucken kann, haben wir natürlich zwei. Da müssen wir natürlich auch zweimal Glas reinsetzen. Und hier oben habe ich ein zu viel rausgenommen. Das ist gar nicht mal so gut. So sieht das Ganze dann aus. Und hier oben muss dann der wieder drauf, richtig? Ja, genau. Und so machen wir jetzt die Aufteilung hier mit den Fenstern. Die müsste auch, obwohl ob die jetzt da unten dem im Stamm entspricht, das spielt jetzt eigentlich nicht so die große Rolle. Deswegen werde ich jetzt mal die Aufteilung hier oben so treffen, wie ich denke, dass das einigermaßen aussieht hier oben. Und um nicht zu viele Fenster hier reinzumachen, setzen wir in der Mitte noch eins. Und damit hat sich das auf der Seite. Jetzt müssen wir natürlich noch gucken, dass wir hier außen auch noch ein paar Fenster setzen. Da würde ich sagen, setzen wir einmal hier eins. Dann einmal in der Mitte am besten noch, dass irgendwie geht. Wir haben 1, 2, 3, 4. Na, das passt nicht so ganz, ne? Dann gehen wir einfach direkt aufs Eck. Das heißt, wir setzen hier einmal hin. Passt nicht. Passt nicht. Weil wir hier an der Stelle kein Fenster setzen. Auch dann machen wir das einfach so. Wir setzen hier einfach komplett Glas hin. Haben wir auch hier vernünftigen Durchblick. Das Ganze passiert auch hier nochmal. Ecke. Ich jetzt wieder zu viel, ne? Ich habe es genau gesehen. Aber hier oben drauf muss natürlich der komplette. So, genau. So muss das Ganze aussehen. Und das machen wir jetzt einmal außenrum. Und dann müssen wir natürlich noch gucken, dass wir das Ganze hier noch mit grünem Glas verkleiden an der Stelle, wo das Laub ist, damit man hier anständig durchgucken kann. Das Ganze würde dann wahrscheinlich ungefähr so aussehen, dass wir hier und hier das Laub setzen und hier vor dann einfach ein entsprechendes grünes Glas. Wir müssen mal einmal testen, ob das auch gut kommt. Ansonsten müssen wir das natürlich anders machen. Dafür nehmen wir dann richtiges grünes Glas. Also nicht das hellgrüne, dunkelgrüne. Das sehe dann so aus hier draußen. Und so, ne? Genau. Nee, so nicht. Richtig, bis dahin natürlich nur. Und ab hier geht das natürlich weiter nach innen. In der Form. Passt aber nicht, da kann man dann wieder nicht durchgucken. Eieieiei. Das ist auf der Ecke hier gar nicht so einfach zu machen. Das heißt, wir müssen hier dann grünes Glas setzen. So, genau. Und ab den Ecken hier dann wieder Laub. Das hier vorne ist zu viel. Genau, das ist zu viel. Das muss weg. Jetzt haben wir hier die Etage passend der Höhe abgeschlossen mit Laub und Glas. Hier oben die weiteren Säulen haben wir auch mit Laub und Glas abgeschlossen. Ja, das und bis hierhin das Laub. Hier das gleiche Spiel. Doch, ist richtig, genau. Hier das gleiche Spiel. So und so. Hier vor das grüne Glas. Hier vor das grüne Glas. Ja, nicht bis oben hin. Siehst du, da lag der Fehler. Nicht bis oben hin.
glaube, jetzt haben wir das einigermaßen vernünftig abgeschlossen hier an der Ecke. Und das Ganze müssen wir natürlich jetzt hier einmal komplett außenrum machen mit den Fenstern. So sieht das Ganze dann aus, wenn das hier oben fertig ist mit den Fenstern und dem Laub. Das heißt, das erste Obergeschoss wäre fertig, bis auf die Decke natürlich, die ist noch nicht drin. Und die Decke, die werde ich jetzt auch wieder ein Stückchen nach innen setzen, direkt, dass wir hier die nächste Etage drauf kriegen. Das heißt, hier geht jetzt erstmal wieder Laub oben drauf. Da muss ich dann gucken, dass ich wieder Lampen zwischensetze, damit ich hier ein bisschen Licht reinbekomme in das Ganze. Na, dann würde ich sagen, setzen wir mal da eine hin. Upsala, das war einer zu viel. Tut mir very sorry. So, das heißt, da kommt noch einer drauf. Und hier außen kommt wieder einer drauf. Schätze mal, hier würde sich eine gut machen. Hier. Und dann in der Mitte irgendwie noch zwei. Sagen wir mal hier und hier direkt über den Fenstern. Da wird sich das mit Sicherheit ganz gut machen. So. Also so gehen wir erstmal außen rum. Hier kommt dann schon mal das entsprechende Laub drauf von der nächsten Etage. Sieht dann so aus. Und nach innen rein kommt dann die Decke. Die ziehen wir jetzt einfach mal wieder von da nach hier vorne durch. Soll dann so aussehen. Das ziehen wir jetzt erstmal durch. Und dann brauchen wir natürlich noch eine Treppe nach oben, um die Etage auch zu erreichen. Boden ist drin, das heißt, wir können jetzt hier die Treppe nach oben einsetzen in dem Gebäude und zusehen, dass wir hier eine anständige Verbindung in das nächste Geschoss bekommen. Dafür müssen wir hier wieder eine Wand setzen, das haben wir ja gesagt, hier muss eine Wand hin, so in der Form. Die Höhe ist ja wie unten. Das heißt, wir haben erstmal Prost, Nachtsicht, Freunde. Hier nix. So. Zu dunkel in dem Baum hier. Habe ich versucht, mir einen Nachtsichttrank zu bauen. Das bringt natürlich auch nicht viel. So. Dann hätten wir nämlich hier erstmal den Ansatz für die Treppe. Das heißt, ab hier können wir jetzt die Treppe nach oben bauen. Die Mitte war ursprünglich, glaube ich, hier. Das war die Mitte vom Baum. Genau hier, an der Stelle. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass wir an dieser Stelle hier, auch wieder mit der Treppe nach oben ansetzen. Und zwar zwei vor, an dieser Stelle. Einmal so. Einmal. Ja, das war fast richtig, genau. Einmal so, einmal hinten dran wieder und das Ganze dann bis nach oben durch. So, die Treppe ist dann auch drin. Jetzt müssen wir natürlich auf der Etage noch eine einigermaßen anständige Beleuchtung reinkriegen. Das heißt, wir setzen uns hier in den Ecken zwischen die Fenster, setzen wir uns wieder unsere Glowstones ein, damit wir hier eine anständige Beleuchtung hinkriegen. Mal hier, hinter zwischen diese Fenster, hier am besten, der Stelle. Und dann wieder hier in den Ecken, Mitte und außen. Damit wir die Etage vernünftig ausgestattet kriegen mit Beleuchtung. Dazu kommt dann natürlich hier jeweils so eine Abschirmung, wie wir das schon mal gemacht haben. Unten, nur dass ich die jetzt einmal komplett rumziehe und dann sollte hier oben das Ganze vernünftig aussehen. Innen können wir vielleicht auch noch was setzen. Das heißt, hier zur Treppe hin können wir uns auch noch mal ein paar von diesen Glowstones dran setzen. Da werde ich jetzt einfach hier noch mal am besten in die Wand welche einlassen. So auf halber Höhe. Hier ungefähr, hier der Form. Das Ganze ziehen wir dann bis zum Ende durch. Dann haben wir bei dieser Wand auch eine vernünftige Beleuchtung mit drin. Und
damit das Ganze vernünftigen Abschluss hat nach hinten, dann ziehen wir hier noch eine Wand rein und ersetzen diese Glowstones einfach nach hier. Dann haben wir die auch nicht genau auf der Ecke liegen, mitten in der Wand eingebaut. Sieht besser aus. Okay, dann mal schauen, wie das aussieht, wenn das fertig ist. So sieht das dann mit der Treppe aus. Ich habe jetzt hier die Treppe noch mit dem Geländer versehen. Die Beleuchtung am Rand rum, außen, habe ich mit dem entsprechenden Schirm versehen. Hier drin ist es fertig. Die nächste Treppe nach oben ist fertig. Da haben wir auch Geländer drauf. Und somit können wir dann mit den anderen Etagen oben drauf in derselben Form weitermachen wie hier und können den Baum nach oben zulaufen lassen. Ich wünsche euch einen schönen Heiligabend im Kreis eurer Familie. Lasst euch reich beschenken und hier geht es morgen weiter mit diesem Baum. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.